Ich weiß nicht, wer den Vlog letztes Mal gesehen hat, wo ich in Berlin war. Aber heute wird jetzt gegessen. Ich habe so Hunger, unglaublich Hunger, wirklich kein Spaß. Ich esse dasselbe, glaube ich, wie letztes Mal, aber das war krank. Und danach gehen wir für diesen jungen Mann, ich sorge jetzt dafür, dass der auch Streamer wird, gehen wir Sachen kaufen, damit er streamen wird. Weil der Mann ist ein Gamer, der sein Potenzial verschwendet. Also, das heißt, bis dahin, wir überlegen uns noch einen Twitch-Namen und wenn der Vlog online kommt, wird auf jeden Fall sein Twitch-Name eingeblendet oder der Link ist in deinem Video. Also, auch mal vorbeigucken, Liebe da lassen, Kuss geht raus, steht da. Leute, es ist soweit. Das Ding ist wieder hier. Lizzo ist heute afrikanisch unterwegs, nur auf Fleisch, wie man ihn kennt. Ich schwöre, Leute, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich kenne keinen Menschen, der es liebt, so viel Fleisch zu essen wie Lizzo. Ihr wisst, ich esse auch sehr gerne viel Fleisch, aber Lizzo ist wirklich next level. Sei ehrlich, du bist schon... Ich bin ein Fleischaner. Ja, ich schwöre. Er ist wirklich schon krass. Also, hier haben wir Brot. Dann habe ich hier das, was ich letztes Mal hatte. Wie heißt das? Beiti, ne? Er hat Fleisch und ja, dann Reis. Ich kriege jetzt noch Kartoffelchips. Ich würde sagen, wir essen jetzt und dann sehen wir uns später bei dem... Was weiß ich noch? Keine Ahnung. Ich hätte das Gefühl, wenn man jemanden kennenlernt, und man hat eigentlich voll Bock auf die Person, ja, aber irgendwas ist falsch im Kopf und man sagt, er ist nicht da. So, man ist so, hey, geht's gut? Ja, obwohl ich eigentlich denke, ich voll Bock auf dich, aber dann mach ich das nicht. Das ist so eine Situation, wo man voll in den Gefühl drin, ne? Bin nach Hause. Ich muss ehrlich sagen, schwierige Sache. Immer sein Trip lassen. Erstmal sein Trip aufnehmen. Diese diese Mantel. Show me the bag, bro. You want to see the bag. The bag and all that. Yeah, anyways. Yeah, man. Was ist da angezogen? Bruder, es ist -6 Grad hier. How fuck with that? No face, das war's, Bruder. Heute ist nicht so kalt, er übertreibt. Meine Nase läuft so ein bisschen. Der hat Mandelentzündung morgen. Ich hab meine Mandelentzündung nicht mehr drin. Das einzige gute Lied. Jetzt kommen die wahren Weine, jetzt kommen die richtigen Weine. Wir müssen die Pausen mehr genießen. Madame, wir wollen gleich was von dir sehen, ne? Du weißt, wieso bin ich gekommen? Er ist nur für dich gekommen. Aber was können wir denn gemacht machen? Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Sound. Ich glaube, das war hier auch schon vorher der Fall. Aber ihr könnt mich gut hören, ja? Ja, nein? Kriegen wir das mit dem Ton vielleicht ein bisschen lauter? Okay. Talk to me. Okay. Talk to me. What else? Okay. Nein, wie kannst du auch? Nein.
vorbei, hab dir ein Uber bestellt. Sex in the City, du bist an New York. Komm vorbei, hab dir ein Uber besorgt. Uber bleibt, verstehst du schon selbst. Wir sind jetzt bei Bürgermeister. Und ich habe bei Insta nachgefragt, was der beste Bürgerladen in Berlin. Die meisten meinen Bürgermeister. Ich kann jetzt schon mal eine Sache sagen. Der Laden hier am Potsdamer Platz. Todesunfreundlich, wunderbar unfreundlich. So, die reden mit dir so ein und hier nimmt dein Essen. Also wunderbar unkorrekt. Ich bin jetzt gespannt, wie das Essen schmeckt. Und ein Minuspunkt am Bürgermeister, weil die haben keine Süßkartoffeln. Ein Burgerladen, der keine Süßkartoffeln hat, ist kein richtig guter Burger. Du kannst keine 10 von 10 werden, wenn du keine Süßkartoffeln hast. Demnach, ich werde jetzt den Burger gleich probieren und dann gibt es gleich meinen zweiten. Also Leute, ich habe jetzt hier den Chili Cheeseburger. Ich werde jetzt den probieren und werde euch sagen, Geschmackstest, was ihr kann. Käse da drauf, weiß ich nicht so genau. Ich würde jetzt sagen, warte. Haut mich jetzt nicht so um. Ich würde dem jetzt so eine 6 von 10 geben. 6 von 10? Es ist nicht weltbewegend, es ist wirklich, also der Käse ist okay, die Jalapenos machen es eigentlich und ja, das Fleisch ist so normaler Durchschnitt, nichts weltbewegend, muss ich ehrlich sagen. Also, meiner Meinung nach ist der Burger bei Burgermeister eine 6 von 10. Das ist meine. Also Leute, wir sind jetzt in Berlin bei einem Süßigkeitenladen, Neuköllnerin, Rinnen, wohl bemerkt. Und hier gibt es auf jeden Fall mega krasse Sachen. Wenn ihr guckt, guck mal, die Decke ist auf jeden Fall krass. Sag ich euch ehrlich, ist wirklich krass mit diesen ganzen Cornflakes-Sachen, Covers und so. Das ist miese nice. Und ihr wisst ganz genau, ich bin ein Zuckermund und ich liebe Süßigkeiten. Deswegen mal gucken, was man sich hier mitnehmen kann. Sieht auf jeden Fall geil aus. Ich muss eine Sache sagen, das ist jetzt eine bestimmt unbeliebte Meinung. Aber ich habe mir letztes Mal Takis geholt und ich bin wirklich overrated. Danke, Bruder, Faust. Ich sag ehrlich, danke. Wirklich overrated. Jeder hat laut geschrieben, boah, Takis beste Chips auf der Welt. Bro, relax, ist nicht so krass. Aber ich werde jetzt gucken, was ich mir mitnehme und was nicht, was ich nice finde. Und ja, willst du was dazu sagen? Wie bist du auf den Laden gekommen? Der Name? Erstmal willkommen bei der Kölnerin, mein Bruder. Dankeschön. Wir sind seit anderthalb Jahren jetzt schon hier. Wie ich dazu gekommen bin, ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von den alten Hip-Hop-Videos etc. Da kennt man ja die meisten Sachen von denen. Von Cartoons. Und ja, so ist eine Kellnerin entstanden. Nice, nice, nice. Ja, korrekt, geil. Ich finde sowas immer geil, weil ich generell Sachen mag, die man nicht überall bekommt. Und deswegen, wenn es das hier gibt, support kein Mord, kommt vorbei, wenn ihr in Berlin seid, Neuköllnerin, the place to be. Und ja, ich werde mich jetzt umgucken und dann mal sehen, was ich mir kaufen werde. Also Leute, ich probiere jetzt hier, weil hier kann man auch nämlich Cornflakes essen, die es in Deutschland sonst nicht gibt. Und hier haben wir Lucky Charms Honig. Und Lucky Charms, das war das andere. Crunchy irgendwas, crunchy auf jeden Fall. Und ich liebe crunchy, deswegen, wir probieren jetzt. God damn! Das should be busted. Ich sag euch ehrlich, ihr kennt mich, ich lüge nicht. Wenn das esse, welche hätte gesagt, ich esse, aber das should be busted. Wirklich eine krasse Mischung. Schön süß. Ich würde Lese probieren lassen, aber der Bruder ist laktoseintolerant, ein bisschen geht nicht mehr. Das macht keinen Sinn. Aber ich sag euch wirklich, diese kommt krass. Also. Besser, du kommst hier hin und du isst diese Mischung
Und wenn du kommst, dann sagst du, kommst von mir. I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your love. With dim shit light, we been lit. Face down, ass up, bitches. Whoa. Backdrop smoking on the bomb, this weed.